Leute, endlich wieder ein neuer Weekly Vlog und schaut mal, wen ich neben mir habe. Yay! Ich bin bei meiner Kimmy, denn wie ihr schon am Titel erkennen konntet, steht der Webvideopreis an und wir sind schon fertig gemacht. Man kann es jetzt noch nicht ganz so gut sehen, aber wir zeigen euch gleich noch richtige Outfit-Aufnahmen. Jedenfalls wollen wir jetzt erstmal losfahren nach Düsseldorf zum Webvideopreis und wir nehmen euch da jetzt mit. Viel Spaß! Oh mein Gott! Leute, wir sind gerade auf dem Weg zum Webvideopreis, ja? Wir sitzen in Kimmys Auto und wir sehen einfach überhaupt gar nichts mehr hier. Also, und wir hatten gerade eben auch schon Aquaplaning. Das ist doch richtig krass, du konntest nicht so machen, ne? Da ist richtig eine Kontrollleuchte angegangen. Ja, in ihrem Auto ist so eine Kontrollleuchte angegangen und oh mein Gott, das hatten wir einfach noch nie. Also ich kenne das überhaupt nicht, du? Nee. Oh, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es mal so krass regnet hat, auch so lange. Scheiße, ey. Oh Gott, ey, voll. Das ist wieder ein bisschen besser. Ja, jetzt geht's wieder. Auf einmal. Auf einmal so. Liegt. Ja, gut. Nee, wir hatten gerade echt voll Aquaplaning und das Auto hat so gerüttelt und ich dachte einfach, Kim ist im falschen Gang oder so, aber nein. Okay. Ich hau jetzt einfach mal aufs Auto drauf, ne, von wegen. Alles wird gut, wir kommen sicher an. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen und wir leben noch. Also Kim, wir haben es geschafft. Und wir sitzen jetzt hier alle zusammen. Und ich möchte ganz kurz erzählen, dass wir drei uns vor einem Jahr auf diesem Event kennengelernt haben. Rita Reunion. Ja, echt. Das ist richtig schön. Und ja, Kim, geh weg. Naja, jedenfalls sitzen wir jetzt hier alle zusammen und warten. Was genau machst du da? What? Ja, wir warten jetzt, dass wir reinkommen. Wir haben auch schon die Bändchen bekommen, aber ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich habe euch noch gar nicht meine Tasche gezeigt. Oh! Alkoholikertasche. Ja, stimmt. Nein. Ich habe eine Tequila-Tasche. Nee, ich fand die ziemlich cool. Tidi! Wir sind jetzt gerade auf dem roten Teppich, also mehr oder weniger. Jetzt? Jetzt nicht? Ja, und eigentlich stehen wir hier eigentlich gerade nur so rum, weil die anderen uns gezwungen haben. Aber ja, wir haben gerade schon ein paar süße Zuschauer getroffen. Und Kimmy ist auch dabei. Und schaut euch mal bitte an, wie sie heute aussieht. So sexy. Hallo. Okay, dann nicht. Jetzt vorbei. Sorry, ich habe nicht ganz so viel gefilmt, ich weiß, aber irgendwie ja, war es im Prinzip wie beim letzten Jahr. Das heißt, falls ihr wissen wollt, wie es letztes Jahr war, dann schaut mal in den Vlog vom letzten Jahr. wie die auf der Bühne meinte. Kurze Werbung. Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt wieder im Auto und wir haben noch einen Mitfahrgast, die Julia. Und wir sind nämlich jetzt gerade auf dem Weg zur Tokyo Sushi Bar. Genau, Tokyo Lounge. Bella und Tara sind gerade schon vorgefahren, also bis zu 5 gehen jetzt halt essen. Nach 400 Metern halten Sie sich rechts, dann biegen Sie die zweite rechts ab. Richtig, genau. Und ich denke, wir werden Sushi essen und deshalb zeige ich euch das jetzt mal. Ich muss euch was beichten, ich habe vergessen, mein Essen zu filmen, aber es ist noch ein bisschen Nachtisch da. Und deswegen zeige ich euch noch eben kurz das leckere, voll lecker, flüssige grüne Tee-Eis. Aber es war sehr schön mit den ganzen Mädels hier. Seht ihr sie alle? Jetzt. So dieses. Kimi, was machen wir heute Abend noch? Haben wir noch was Schönes vor? Ja, wir schlafen. Hoffentlich kommt kein Regen mehr und ich würde sagen, dann sehen wir uns ja gleich, beziehungsweise für mich morgen. Mensch, immer musst du so eine Scheiße hier, Florian. Wollen wir mal eben erzählen, wie spät das ist? 12:50 Uhr haben wir. Ja. Ja, und jetzt? Und in zwei Stunden, nee, in einer Stunde geht der Motor an. Naja, der kann ja schon mal warm laufen. Okay, guten Morgen, Leute. Ihr habt das tolle Gespräch von Kim und meinem Freund mitbekommen. Also, es ist ein neuer Tag angebrochen und Kimi und ich, wir haben uns jetzt schon fertig gemacht.
Yeah. Und wir filmen nämlich gerade zwei ziemlich coole Videos für euch. Und wundert euch nicht, roter Lippenstift und altrosa Oberteil. Ich finde, das sieht gar nicht schlimm aus. Was? Ich mag das irgendwie nicht. Ich finde, die Kombination sieht so typisch... Weiß ich nicht. Aus. Na gut, naja, wie auch immer. Und ja, wir drehen jetzt gerade noch zu Ende und dann müssen wir auch bald schon wieder fahren. Aber wir haben schon schön gefrühstückt, ne? Ja. Genau. Nochmal Resümee zu gestern Abend. Wie fandest du den Map-Videopreis? Soll ich meine ehrliche Meinung sagen? Ja. ich fand es ein bisschen langweilig. Und deswegen hat mein Popo ein bisschen wehgetan. Was? Und deswegen bin ich 15 Minuten früher aufgestanden, bin mit Bella auf Toilette gegangen. Aber ja, ich musste stimmt. auch richtig dringend Pipi machen. Ja, und dann kam Bella und kam einfach nicht mehr wieder. Und ich so, guck so nach links, mein Platz war frei, guck nach rechts, mein Platz war frei und denk mir so, okay. Wir wollten dann jetzt nicht für 10 Minuten wiederkommen, weil es hat schon ja. gestört, weil Titi hat da gerade so eine Rede gehalten und wir stehen auf und alle glotzen, weil wir da ja, einfach ja. weggehen. Ja, das stimmt. Das war, naja, gut. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand den Webvideopreis jetzt gestern so lala. Also ich fand das Essen danach echt cool mit den Mädels ja. und... Ja. Es ist halt immer schön, die ganzen Leute dann wieder zu treffen. Ja. Deswegen war halt, glaube ich, auch das Essen am schönsten, weil wir saßen da halt mit Julia, Tara und Bella und es war genau. einfach voll schön, weil wir haben dann einfach noch gequatscht und ja. hatten da einfach unseren Spaß. Und ich glaube, auch darauf kommt es eher an, als auf so Events oder Aftershow-Partys oder was auch immer. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich glaube, uns würde der Webvideopreis aber auch einfach besser gefallen, wenn die Kategorie Beauty oder Fashion mit drin wäre, ja, oder? Das wär und wenn, interessanter. Ja, und wenn Mädels von uns dann nominiert werden. Ja. Weil dann hätte man so voll das, also voll den Grund hinzugehen, weil man so anfeuern könnte, ne? Ja, aber so ist es ja dann halt so, ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ja. Naja. Wir haben zu Ende gedreht und jetzt sind wir noch alle im Park spazieren. Flo fliegt mit seiner Drohne und Kim und Louis spazieren hier rum. Ne, Louis, Baby? Hi! Genau. Auf jeden Fall ja, müssen wir uns gleich verabschieden. Aber wir genießen jetzt erstmal noch... Wow, Schatz! Wir genießen erstmal noch das schön warme Wetter. Was ist? Was zeig ist? Mir deine Nasenlöcher. Jetzt kommen Kims Nasenlöcher. Schatz, wir haben zu viele Aufnahmen im Vlog von unseren Nasenlöchern oder von unserem Mund irgendwie. Und du hast eine tote Fliege an der Stirn. Ew, mach die weg. Ach, nein, ist der Lüge. Doch. 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 Was? Nein, die lebt noch. Mach die weg. Haja. Oh, ich dachte, sie wäre an deinem Kinn jetzt. Voll so dieses... Schatz. Also mit denen muss ich das schon seit 3 Tagen aushalten. Tja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen soll. Ja, bisher? Ja. Bisher hat mir Coco auch immer Geld geboten, dass ich mitreise. Das stimmt doch gar nicht. Und was sagst du dazu? Louis. Louis. Ich springe gleich wieder. Louis. Bist du mit meinem Team? Ah, pfui. Code. Ich glaube eher nicht, Schatz. Nicht? Louis. Wo ist dein Code? Dein Auftritt. Jawohl. Und hier lässt dann wieder welche. Oh, nee, da ist so ein Junge, der guckt hin, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Sicher. Vielleicht erkennt er dich ja nicht. Vielleicht sieht er dich. Ja, und das findet er richtig schlimm. Schlimm? Ja. Glaube ich. Und er wollte sich eigentlich niemals verlieben. Und wir sind hier gerade im Park, wo ganz viele Papageien sind. Vielleicht finden wir jetzt ja einen Papagei. Dann werde ich den euch mal zeigen. Ich habe euch doch schon das Papageien-Nest gezeigt. Ja, aber wir wollen die Papageien sehen. Auch die wollen die Papageien sehen. Ich habe welche gesehen. Die sind über uns. Ich höre sie auf jeden Fall. Die sind hier. Mat, mat, mat. Ja. Wie machen die nochmal? Mat, mat, mat. So? Das, was du da oben hörst, das sind die. Ja. Okay, ohne Witz, das riecht die ganze Zeit in meiner Nase nach diesem Erdezeug da. Hast du Paranoia? Ohne Scheiß. Ja, wo sind die Papageias? Ja. Das wird dein längster Vlog des Jahres. Hör mal auf jetzt. Also das ist der Papageienbaum. Du musst das auch zum ersten Mal. Was? Die Kamera übernehmen, um zu vloggen. Ja, weil du so viel gevloggt hast diesmal. Ich habe voll viel gevloggt. Ja.
So, ich bin jetzt bei der Julia und schaut mal. Hi. Hi. Und schaut mal meine coole Frisur an, wartet. Warte, soll ich mal? Ja, mach du mal. Kann man das sehen gerade? Ja. Wir haben hier so ziemlich coole Sachen gemacht und das müsst ihr euch auf jeden Fall bald im Video anschauen. Wir haben dazu eine Anleitung gemacht und ich finde das mega cool irgendwie. Ja. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, wir beide. Es war sehr schön bei Julia und es hat richtig Spaß gemacht, das Video zu drehen. Und ja, wir fahren jetzt ungefähr noch eine Stunde. So viel haben wir eigentlich gar nicht mehr vor uns. Und es war mal wieder ein richtig, richtig schönes Wochenende in Köln und in Düsseldorf. Und ich vermisse die Stadt und die Städte schon wieder richtig. Jetzt geht's wieder um Land. Ja, naja, aber es Land nicht. Wir sind ja gar nicht so auf dem Land. Wir sind einfach am Meer. Jetzt geht's wieder ins Meer, was aber gar nicht schlecht ist, denn am Freitagabend hat es in Köln so übertrieben geregnet und am Samstag hat es auch mega geregnet. Und bei uns an der Nordseeküste ist übertrieben gutes Wetter schon das ganze Wochenende. 30 Grad oder so? 27, ja, also es ist auf jeden Fall richtig gutes Wetter. Immer wenn ich bei Snapchat geguckt habe, alle Leute, die aus meiner Stadt und Umkreis kommen, die lagen in meinem Bikini irgendwie am Strand und ich dachte mir so, okay, ich bin gerade in einer falschen Stadt. Aber naja, wir werden jetzt gleich noch, glaube ich, schnell was essen gehen. Wir haben nämlich richtig Hunger. Ja, aber dann heißt es auch schon wieder ab ins Bett. Schlafen. Und dieser Moment, wenn man dann auf der Rückfahrt ist und einfach erstmal bei McDonald's, bei Burger King halten muss. Wir hatten so Hunger gerade eben. Aber wir haben noch eine Stunde Fahrt vor uns und dann sind wir endlich zu Hause. So, wie ihr gesehen habt, waren wir jetzt gerade essen. Wir sind jetzt auch echt satt. Ich habe irgendwie viel zu viel. Auf jeden Fall würde ich den Vlog jetzt damit beenden, denn wie gesagt, wir fahren jetzt einfach nur noch. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr findet jetzt hier meine letzten zwei Videos. Schaut da auch gerne rein. Das eine Video ist noch zum Thema Prüfungsstress. Der ist jetzt zum Glück vorbei, aber ihr könnt ja trotzdem noch mal reinschauen und da in die Kommentare einen Kommentar zu einem neuen Videothema schreiben, was ich angesprochen habe. Und darunter findet ihr dann noch mein Video zusammen mit der Niki. Und für alle mobilen Nutzer findet ihr die Links auch nochmal in der Infobox. Und